Hallo ihr Lieben, meine Mutter und ich haben zusammengelegt für eine ganz besondere Schmückerbox und gleich seht ihr auch, warum. Jetzt muss ich nur erstmal wieder das Ding hier aufkriegen. Einhändig, wie immer nicht so einfach. Schauen wir mal, ob ich mich gleich wieder blamiere. Ein kleines bisschen. Achtung, Spoilermöglichkeit. Also, um diese Box geht's. Also, wenn ihr euch die bestellt habt, nicht weiter gucken. Ja? Ihr seid gewarnt. Schön, oder? Schön gemacht. So, jetzt kommt die eigentliche Box. Einhändig hier immer richtig toll, sowas aufzumachen. Hey, richtig cool. Ein Lesezeichen. So ungeschickter. Das ist ein Zitat, das steht auch da unten. Bin mir da gar nicht ran, das ist so schön. Wechsle ich mal die Hand, dass ich es leichter aufmachen kann. Ah, das ist nur so eine Mappe. Ich finde es so toll. Muss ich mir gut aufheben. Ist zwar ein bisschen geknickt oben, aber egal. Da werden wir verhandeln müssen, wer das bekommt. Das denn? Cold Brew Kaffee. Ah, kalter Kaffee. Ja, ich trinke ja keinen Kaffee. Also ist da klar, wer das bekommt. Ah, da ist die Überraschung. Muss man so viel hin und her schieben. Oh, hübsch. Ich glaube, das sind Karten oder so. Ah, ein Notizbuch. Immer gut für mich. Ich versuche das nicht über mein Bett zu schütten. Schauen wir mal, was sind wir? Komm her, Schatzi. Ihr bleibt alle da drin. Das mag ich ja bei der Schmückerbox so gern, dass da alles nochmal verpackt ist. Mal quasi zweimal anpackingen kann. Schauen wir mal. Ah, da kommt noch mehr. Oh, ein Fächer. Ich habe eine Schwäche für Fächer. Oh. Ich glaube, da ist noch viel mehr drin. Was das wohl ist? Ah, ich hab's wieder mal falsch rum. Da steht kein richtig rum drauf. Oh, ein Geburtstagskalender. Cool. Sehr hübsch gemacht. Hat eben noch gerappelt, also ist da noch mehr drin. Mal gucken, ob ich es finde. Oder hat das Material gerappelt? Ich werde das nächste Mal einfach raustun und tue ich mich leichter im Suchen und finde es nicht. Ich glaube, das war's. Gut. Dann packe ich gleich mal die einzelnen Dinge aus und melde mich gleich wieder. So, ihr Süßen, ich habe alles ausgewickelt. Die Sachen hier kennt ihr ja schon. Das war in der Special-Seite drin. Das ist ein Dishcloth. Aber das fühlt sich so toll an.
richtig weich und ach, toll. Das ist der Schächer. Ist der nicht wunderschön? Habe ich schon gesagt, ist meiner. Und hier ist das Buch. Ist die Schmuckausgabe nicht wieder wunderschön? Ich liebe ja die Schmuckausgaben. Ganz schlimm. Also, ich glaube, da muss ich in Zukunft, wenn es wieder eine Special Box zu einer Schmuckausgabe gibt, wieder tätig werden, fürchte ich. Weil das ist doch wirklich so schön und da kann man doch dann nicht wirklich was dagegen sagen, oder? Das war's dann wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!